Ich bin mit Peer-to-Peer-Netzwerken wie Kassa groß geworden. Dort konnte man relativ unkompliziert runterladen. Durch die steigende Abmahngefahr ist das dann in den Hintergrund getreten. Deshalb habe ich jetzt hier ganz ketzerisch mein Video mal die Peer-to-Peer-Wiedergeburt genannt. Das ist nicht ganz richtig, denn das, was ich jetzt zeige, das gibt es im Grunde schon die ganze Zeit. Das ist zumindest aber im deutschen Markt etwas versteckt. Von was rede ich? Naja, ich rede von Seedboxen und dem Torrent-Netzwerk. Eine Seedbox ist im Grunde ein kleiner Server, da kriege ich ein bisschen Storage, da kriege ich ein bisschen Traffic und ich habe ein Webinterface von meinem Torrent-Client. Zudem kriege ich in der Regel noch Filesystemzugriff mit FTP oder halt WebDev. Und was kann ich damit jetzt machen? Naja, was ich früher lokal gemacht habe, also eine Torrent-Datei genommen und ja, lokal einfach runtergeladen und gleichzeitig hochgeladen habe, das wird jetzt quasi outgesourced auf einen Server, der das natürlich viel besser kann. Der hat eine viel bessere Anbindung in der Regel, der ist deutlich schneller. Und der große Vorteil ist natürlich auch, der läuft 24 Stunden, also rund um die Uhr. Ja, deshalb die Vorteile schnell. Naja, es gibt mittlerweile Automatisierungstools per RSS und IRC funktionieren die. Das heißt, ich hole mir die ganzen Torrents, die neu veröffentlicht werden, und habe dann eigene Filterlisten und nur die, wo der Filter zutrifft, werden dann tatsächlich runtergeladen. Das heißt, wenn ich eine Serie zum Beispiel schauen will, dann nehme ich einfach den Feed, schmeiß den rein. Es werden alle Serien, die neu veröffentlicht werden als Torrent, werden da reingeladen und nur wenn meine Filter zuschlagen, also wenn die Serie, die ich sehen will, da dabei ist, wird die auch runtergeladen. Man hat auch eine geringe Abmahngefahr, da man in Deutschland oder da die Seedbox-Betreiber ein Provider-Privileg haben. Ich kenne jetzt nur die Situation in Deutschland, da nennt sich das Provider-Privileg. Aber auch in anderen Ländern ist das natürlich üblich, dass die Provider da ein bisschen aus der Haftung raus sind. Es gibt keine bekannten Fälle von Abmahnungen, also da ist das Risiko überschaubar. Ein großer Vorteil ist auch, ich habe ja vorhin schon gesagt, man hat Zugriff mit FTP zum Beispiel. Damit kann ich dann mit Kodi zum Beispiel einfach streamen, ohne dass ich vorher die Datei auf meine Festplatte runterladen muss. Man muss auch die Datei nicht entpacken, so wie man es von Click-Hostern oder vielleicht aus dem Usenet kennt, sondern man hat einfach die Videodatei, so wie sie ist, auf der Platte liegen. Zumindest auf der virtuellen externen Platte. Und man hat auch nicht die Gefahr, dass es gelöschte Dateien gibt. Es mag zwar immer wieder Dateien geben, die so selten sind, dass man da keinen mehr findet, der die seedet, also zur Verfügung stellt. Aber so eine Löschgefahr, wie man es von One-Click-Hostern oder auch teilweise aus dem Usenet kennt, die hat man nicht. Ja, kommen wir zur Praxis. So sieht es jetzt also aus, so eine Seedbox zu. Ich bin jetzt hier beim Seedbox-Anbieter seedbox.io und wir machen natürlich nur legale Sachen mit Torrents, das sollte klar sein. Ich habe jetzt zum Beispiel mal die Seite DistroWatch hier offen. Dort bekomme ich immer die neuesten Linux-Distributionen als Torrent. Und das ist hier der RSS-Link und den kopiere ich mir jetzt einfach mal raus. Und hier sieht man schon, hier bin ich jetzt auf RU-Torrent. Das ist die Weboberfläche, die Seedbox mir hier zur Verfügung stellt. Und jetzt kann ich hier einen Rechtsklick machen und kann sagen Add RSS-Feed. Die Feed-URL ist die hier. Und die kann ich jetzt benennen, DistroWatch in dem Fall. Und hier wird die dann hinzugefügt. Dann wird er einmal abgerufen. Und jetzt könnte ich hier zum Beispiel anfangen, mit dem RSS-Manager oder Rules-Manager Regeln zu definieren, was heruntergeladen werden soll. Ich nehme jetzt hier einfach mal einen der Torrents, mache da einen Rechtsklick drauf und hier kann ich dann sagen Load. Das kann ich jetzt einfach bestätigen mit OK. Und jetzt gehe ich mal hier in meine Downloads und jetzt sehe ich, dass er anfängt, hier eine der Distributionen runterzuladen. Und er könnte theoretisch auch seeden und uploaden. Das passiert jetzt hier aber nicht. Und man sieht, das geht wirklich ratzfatz, das geht super schnell. Hier unten sieht man auch das eingestellte Limit. Und hier unten, ich habe jetzt hier zum Beispiel 700 Gigabyte Platte, wie viel belegt ist. Ja, ich nehme jetzt einfach mal mehrere hier runter, kann ich immer mit OK bestätigen. Kali Linux zum Beispiel, kennt ihr bestimmt auch. So, mal, dass ein bisschen was in die Liste kommt. Genau. So, jetzt habe ich hier vier Stück in der Liste und die fängt er jetzt an runterzuladen. Und das ist halt auch das, was ich vorhin meinte. Das geht alles relativ flott. Unten kann ich dann meinen Gesamtspeed sehen und ich kann auch sehen, ob ich da jetzt einen Upload habe. Jetzt hat er schon mal drei von diesen Distributionen runtergeladen und hier kann ich euch jetzt mal zeigen, wie man darauf zugreifen kann. Ich habe jetzt hier das integrierte SFTP von Windows 10 benutzt. Hier kann ich dann einfach auf Files gehen und hier bekomme ich dann die Distribution, die er runtergeladen hat, angezeigt. Hier oben sieht man, das ist die URL von meinem Seedbox-Provider. Und die bekommt ihr zur Verfügung gestellt. Also das ist bei euch dann entsprechend eine andere. Hier hat er ja Kali Linux jetzt schon runtergeladen. Deshalb gehe ich mal in eins von den Verzeichnissen rein und kann jetzt mal hier sagen Copy und gehe jetzt mal hier in der Downloads
und kopiere das hier rein. Jetzt fängt Windows an, die Datei, wie man es kennt, halt zu verschieben oder runterzuladen, zu kopieren, je nachdem, was man halt machen will. Man braucht jetzt also keine Zusatztools. Und bevor die Frage kommt, ja, man braucht kein RSS, um Torrents runterzuladen. Man kann das auch, wie man es gewohnt ist, ganz normal machen. Ich bin jetzt hier auf der Seite der Blender Foundation und der Film Big Bug Bunny zum Beispiel, der ist ja gemeinfrei. Hier habe ich jetzt die Torrent-Datei für die MP4-Datei. Da kann ich jetzt einfach draufklicken und jetzt wird die einfach erstmal lokal bei mir gespeichert. Das ist ja nur die Torrent-Datei, hier 70 Kilobyte, also jetzt nichts Großes. Das ist nicht der ganze Film und ich gehe jetzt hier zurück und kann die jetzt hier einfügen. Mit einem Klick hier auf die Weltkugel, Add Torrent nennt sich die, kann ich hier einfach bei Torrent File die hier raussuchen, würde dann hier auf Downloads gehen und könnte die hier hinzufügen. Ich sage jetzt könnte, denn ich kann ja hier auch die Torrent-URL eingeben. Das hat den Vorteil, das zeige ich euch jetzt, mache hier einen Rechtsklick auf die Torrent-Datei und sage einfach Copy Link Location, gehe jetzt hier wieder zurück und nehme mal hier die URL und wir schauen mal, ob das funktioniert. Das hat ja den Vorteil jetzt, dass ich die nicht zwischendurch mal auf meinen Computer laden muss. Also es ist ein bisschen sauberer sozusagen oder eleganter, wie man das nennen möchte. Und wir schauen mal, ob es funktioniert hat. Und wie man jetzt sehen kann, auch hier startet der Download. Jetzt in dem Fall nicht so schnell. Aber da das ja alles sowieso im Hintergrund läuft, ja, da kann einem auch das ziemlich egal sein. Also man kann klassisch die Torrent-Dateien hinzufügen, man kann die Links hinzufügen oder man kann das über RSS oder ISC abfrühstücken. Wenn ich euch jetzt ein bisschen für Seedboxen begeistern konnte, in der Videobeschreibung habe ich den Link für Seedbox.io, das ist ein Affiliate-Link, sprich, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr den benutzt und da draufklickt.